Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir feiern am Samstag das Fest Verklärung des Herrn. Normalerweise geht das Fest in der Sommerzeit und im Betrieb immer ein wenig unter, aber es kann uns helfen, etwas Besonderes zu erfahren und etwas Besonderes zu erleben. Verklärung des Herrn, was bedeutet das? Jesus nimmt drei seiner Jünger, drei seiner Freunde mit auf einen hohen Berg. Der Berg ist der Ort der Gottesbegegnung. Und Christus verwandelt sich. Sein Gewand wird weiß und leuchtend. Es kommen Mose, der Bringer der Gebote, und Elia, der Bringer der Hoffnung, zu ihm. Sie reden miteinander und man spürt, in dem Menschen Jesu erscheint etwas von der großartigen Strahlkraft der Liebe Gottes. Und Petrus, der Jesus begleitet, ist sofort begeistert und will diese Erlebnisse festhalten. Er sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen. Er möchte bleiben. Er möchte dieses wunderbare Erlebnis für sich in seinem Leben festhalten. Liebe Schwestern und liebe Brüder, vielleicht kennen wir das ja auch von uns, dass es Erlebnisse gibt, vielleicht sogar Glaubenserlebnisse, die so tiefgehend sind und so kräftig sind, dass wir sie gerne festhalten. Und ich glaube, wir brauchen solche Erlebnisse, solche Erfahrungen des Lichtes und der Gemeinschaft, damit wir in den Niederungen, in den Tälern unseres Alltages gut zurechtkommen. Sie helfen uns, Kraft zu behalten und Kraft weitergeben zu können. Und auch in den Niederungen, in den Sümpfen und manchmal in den Nebeln unserer Kirchenkrisen und Skandale, da brauchen wir solche Ereignisse, damit wir kapieren, es geht eben nicht nur um menschliches Tun, nicht nur um menschliches Versagen, sondern Gott hat auch immer noch seine Finger im Spiel. Er möchte uns das Licht und die Liebe in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserer Welt immer wieder neu zeigen. Hier in St. Gertrud haben wir das Glück, dass genau dieses Bild von der Verklärung Jesu, von dem göttlichen Glanz, oben an unserer Decke gemalt ist. Es strahlt auf uns herab und es erinnert uns als Gemeinde daran, wir sind mitgenommen auf diesem Berg. Wir sind mitgenommen zu dieser Gottesbegegnung und wir bekommen auch das Licht der Liebe Gottes geschenkt. Vielleicht können wir mit Petrus rufen, lasst uns diese Erlebnisse festhalten. Lasst auch uns drei Hütten bauen.